Ja, und ich muss die erstmal hinterherfahren, ne? Ja, ich muss den Auftrag erstmal annehmen. Also, wir fahren Computerprozessoren von Frankfurt, Deutschland, nach Kristiansand, nach Norwegen. Fahren wir ein Stückchen Fähre dann. Ja. Ich stelle es als Navi-Ziel ein und es muss erstmal hinter mir her. Ja, gut. Warte, du musst rechts rum, ich fahre ja, ich muss zurück. Ich muss ja einmal drehen. Passt ja, Computerprozessoren. Jetzt so fahren, VR-Anhänger. So, jetzt kannst du hinter mir herkommen. Ja. Ja, du darfst nicht so schnell wegfahren. Ich stehe hier am Ampel. Oh. Oh. Nur da liegt ein Motorradfahrer auf der Straße. Echt jetzt? Rechts. Wo denn? Rechts. Jetzt ist. Hallo, du fährst jetzt voran. Ich stehe hier vor der roten Ampel. Ich kann nicht. Ich sehe da gar kein Motorradfahrer. Wir haben aber nur eine Stunde Zeit. Wir müssen 60 Ja, Kilometer fahren, ja. sonst ist der Auftrag weg. Ja, was kann ich denn dafür, wenn hier rote Ampel ist? Kann ich überhaupt nichts machen. Wenn wir so ein Feuerwehrmann-Auto hier noch vor mir. Dann wird denn das nicht grün jetzt hier jetzt? Wenn du komm, fahr, sonst ist es bei mir wieder rot. Naja. Oh ja, stimmt, jetzt sehe ich ihn auch. Also wir haben da nur eine bestimmte Zeit Ja, dahinter. der Auftrag ist dann weg. Wir müssen Oh, gucken. weiß, ich weiß. Aber in 60 Kilometern in einer Stunde sollten wir es schaffen. Wir müssen 60. Fahr weiter, dann ist es gleich wieder rot hier. Ja, das sieht so geil aus, ne? Unser Anhänger sieht geil aus. Ja, Ach, fahr nicht Schatz! in unseren Ich hab neuen keinen Hänger. Bock. Ja, den will ich mir auch nicht schon schrotten. Ich will dran gearbeitet. Wir müssen gucken, ich fahre doch Straßenbahn lang. Ja, echt? Ja. Jetzt fahren wir über Main. Ja. Geh wieder rechts ab. Was? Ein bisschen schnell gewesen. Ja, da muss man langsam an, das haben sie kaputt alles. Wie lange fahren wir jetzt zu unserem Auftrag noch? Noch 30 Kilometer und haben noch eine halbe Stunde. Also das wird, können wir schaffen. Noch hinter mir. Ja, ich weiß nicht, wie du fährst hier. Ich habe zwar auch über 100 hier, 20, Aber ich 20. glaube, es ist wichtig, dass ich auch mal hier schön hier. Ich habe hier 130 drauf. Wie viel hast du denn da kommst du drauf? 100. Das kann nicht sein. Bist Ich habe du, 100 bist du denn, Kilometer. bist du denn schon vorbeigedüst? Nein, ich bin hinter dir. Oh Gott, jetzt ist er wieder. Sind gleich da. Oh, jetzt bremst du wieder ab. Ja, guck mal, was hier los ist.
Scheiße, ich hätte das Schild. Scheiße, ich hab gedacht, ich nehme mein Schild. Mann, jetzt hab ich aber. 3 Kilometer, 9 Minuten. Mann, aber es ist, glaube ich, wichtiger, dass ich zuerst dabei bin und den Auftrag annehme. Du bist auch schon eben gerade hängen geblieben, da an der Ampel fast, ne? Dann dort länger. Ach Mann. Irgendwann fahre ich dir wieder drauf hier. Fahr links rüber. Fahr drüber. Ich bin doch schon drüben. Ich habe nur einen Pkw vor mir. 1 Kilometer, 4 Minuten. Ja, ich kann nicht. Ich habe Rot. Ich kann nicht fahren. Ich muss stehen bleiben. Scheiß knappe Sache hier. Ja. Und ich hänge jetzt hier an der roten Ampel. Na, fährst dann links. Na, wunderbar. Ich will gucken, dass ich einen Auftrag kriege hier. Ja. Vorne jetzt wieder grün. Aber ist das sowas von pünktlich hier. Hoffentlich reicht das noch. Jetzt muss ich aber hier schnell rüber, sonst. Na, Madrid wollte man jetzt nach Köstland auch mal annehmen, ja. Haben es geschafft. Ich weiß nicht, wo du bist. Fahr links. Ja, links, links, wo denn links? Ich sehe dich. Halt schon. Links, links rein, ich sehe dich. Ah. Ich muss da hinten rein. Genau, gut, da muss ich noch ein Stück fahren. Ja, das Problem ist, wir müssen hier rückwärts mit unserer... Ja, du hast mir nicht zugehört. Ich höre dir schon zu, ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Ja. Wo ist denn der Ringer? Ne, die haben ja gar keinen, die haben wir. Müssen wir da drauf, wir haben unseren. Ne, du musst rechts, ja, du musst hier rückwärts mit dem Ding einpacken, ne? Ja, mach ich doch. So, jetzt Auftrag. So, Hauptmenü. So, jetzt. Job annehmen. Ja, genau. Auftrag annehmen. So, jetzt du musst nur rückwärts mit deinem Hänger da reinfahren, ne? Wie rückwärts? Wo ist denn dein Hänger hin? Hier, wenn der jetzt nicht... Ich hab doch meinen Hänger dran. Du hast einen Sofa-Hänger und ich... Ja, dein Hänger sieht man doch sowieso nicht. Du siehst ja nur mich und das ist ja... Das. Ach, Mann. Vielleicht hättest du dir auch den Auftrag annehmen, vielleicht wäre dann der gleiche Auftrag da gewesen in die gleiche Stadt. Fertig zum Losfahren. Keine Ahnung, was ich jetzt an der Länge habe. Aber normalerweise müsste das doch gehen, dass jeder. Nein, das hat man schon mal gehabt. Das Einzige, was du machen hättest können, auf dem grünen Dingchen und dann gucken, dass du den gleichen Auftrag kriegst wie ich. Biege nach rechts ab. In die Stadt führt. So. Ach so, hätte ich das machen können. Ja, müssen wir nochmal ausprobieren, ne? Ja, jetzt fahren wir erstmal los. Ja, gut. Rechts halten. 1-1. Und dann rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Werd mal nachts ankommen. Na super. Naja, ist ja gerade erst Mittag. Dauert noch. Hab ich doch mal gerade einen Blinker gesetzt. Na super, fängt schon gut an hier. Hast die Kurve hier. Ach Mann, jetzt bremst du wieder ab hier. Schatz, bei mir ist ein Auto und jetzt war noch rot. Immer geradeaus. Aber das muss gehen, dass beide mit demselben Hänger fahren können. Ja, aber anscheinend nicht den gleichen Auftrag.
Das Einzige ist, dass du dann guckst, dass du auch den Auftrag findest, der auch in der Nähe ist. Der auch in den gleichen Ort führt. Aber dann fahren wir ja nicht zusammen. Sicherlich fahren wir dann zusammen. Wir haben nur zwei verschiedene Aufträge. Ja. Ja, das stimmt. Links halten und dann links abbiegen. Der Motorrad fahr jetzt. Reicht glatt hier. Hallo? Stehe ich quer auf der Straße hier? Mach das dir. Macht nichts. Ja, wegen dem Motorradfahrer hier vorne. Fahr. Jetzt fahre ich die Räder ab hier. Was wird denn der nicht? Biege nach links ab. Rechts halten. Auch auf die Autobahn. Fahren wir auf Fähre noch? Ja, Fähre fahren wir auch. Biege nach rechts ab. Gucken, dass wir ein bisschen zusammenbleiben. Warum? Ich hab doch gar keinen so fahren. Ja, aber toll. Da muss ich auch. Man sieht doch deine Sicht, Schatz, was du siehst. Rechts halten und dann ausfahrt rechts. Wenn du da drinnen bist, siehst du dann Ding da sowieso nicht. Ja, aber die Ausfahrt rechts. Ein Stück davon fahren. Immer geradeaus. Ach, jetzt habe ich den Blinker die ganze Zeit an. Ich mag's gar nicht. Das bitte rechts halten. Ey, Kassel! Boah, das geht aber hier ab, die Runde. Ich bleibe hier nicht hängen irgendwo. Bitte links halten. Oh, wir haben noch ganz schön Kilometer vor uns, Mann. Schaffen ja. wir das? Hä? Schaffen wir das? 17 Stunden war es schon locker. Was macht dein Sprit? Hm? Ach, ich habe ja hier oben die Anzeige. Ja, halb voll. Ich bin jetzt auf den neuen fixiert gewesen da. Oh. Ach Mann, jetzt habe ich wieder nicht mehr drauf geknallt, Schatz. Jetzt habe ich Schaden. Weil du so blöd abgebremst bist. Ja. Hast du schon. 2% hast du mir drauf gebumst. Ja, ich habe 8% jetzt. Ja, warum bremst du dann eigentlich mitten auf der Autobahn ab? Motor ist ausgegangen. Hä? Der Motor ist ausgegangen. Das glaube ich jetzt nicht. Dein Motor ist ausgegangen. Ja. Ich wollte Licht anmachen, aber falschen Knopf gedrückt. Na super, ja, das ist dann kein Wunder, dass ich wieder drauf fahre. Aber damit musst du doch rechnen, dass ja, ich habe an für sich weit genug weg. Ich habe jetzt Räder rot, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Kilometer dahin komme jetzt. Bitte links halten. Ach, wir werden bestimmt noch eine Werkstatt finden. Ach so, ich war verkehrt. Ich wollte ich mein Licht anmachen. Ein schöner LKW schon wieder demoliert. Bleibt lieber weiter auf Fleck hier. Nein, komm ruhig zu mir. Ja klar, dass ich so wieder Motor ausstellst, hier wieder drauf fahre. Außerdem habe ich jetzt einen PKW vor mir. Und ein Motorradfahrer kommt auch schon wieder. Du bist hier schon weit voraus. Nee, wir fahren ja im Konvoi, wir sollen schon ein bisschen zusammenfahren. Ja, ich habe aber einen hässlichen Hänger hier vorne. Den siehst du da gar nicht, den sieht doch kein Mensch. Bitte links halten. Sieht doch keiner, Schatz. Ach, war ich denn da? Jetzt fahre ich rechts. Oh,
Weg bei der Börnerbahn gefahren. Guck mal, DHL Postauto. Habe ich gesehen. Das sind aber noch 1000 Kilometer, ne? Na, da wenn wir auf der Autobahn sind, aber Norwegen, da sind auch nicht. Ah, da fährt der da raus. Fahren wir eigentlich bei Kassel auch vorbei, oder was? Warum holst du den jetzt? Ich kann nicht holen, ich hab einen Pkw hinter mir fahren. Ja, nur fahr, was willst du denn? Jetzt, ja, hier. Wenn für die Dinge kommt hier. Musst du tanken? Ja, ich kann jetzt mit tanken, wenn du tanken. Nö, ich musst. Muss noch nicht tanken. Hannover, Kassel, Erfurt. War jetzt der Tausend Kilometer. Aber das probieren wir mal aus, ja? Dass wir mit zwei gleich hinfahren können. Dann müssen wir nur die gleiche Stadt als Ziel haben. Da können wir zusammenfahren. Oh. Aber zwar zwei verschiedene Aufträge. Naja, das ist doch nicht schlimm. Fahren an Kassel vorbei. Ja. Hallo? Wie viel fahren wir jetzt Fähre noch davon? Naja, das ist nicht viel. Aber das dauert noch. Wo abbiegen jetzt? Nee. Immer geradeaus. Immer geradeaus. LKW darf nicht überholen. Ja. Thank you.
fährst gerade auf zwei Spuren, ne? Also tanken musst du jetzt nicht, oder? Nee. Ich könnte mir mal einen Kaffee kochen. Hallo? Ja? Was ist dieser scheiß Motorradfahrer? Mann. Quatschen sich jedes Mal hier dazwischen. Wer quatscht? Der Motorradfahrer hat sich dazwischen gequetscht. Keiner weg, genau. Lass gefahren. Das kann ja jetzt nicht sein, ne? Drei Stück auch noch. Ne? Können wir jemand anders hier verfolgen? Du bist schon wieder Kilometer voraus. Nee, ich war eigentlich gar nicht. Ich war jetzt hier. Ja. 80 war ich. 80? Ich habe aber über 100 drauf. Wo komme ich hinter dir her? Ja, ich musste eben gerade ein bisschen langsamer fahren, weil. Kugelmotorradfahrer daran. Oh, jetzt bin ich wieder in der Nacht. Ich sehe dich. Ja, wir können ja mal kurz gleich fahren, aber ich weiß nicht, wie lange das geht. Hallo? Schatz! Ich habe geblinkt schon die ganze Zeit. Nee! Ich habe die ganze Zeit geblinkt. Ich hab die auf der Seite. Fahr weiter, ey. Ich knall dir noch eins. Jetzt hab ich mich überholt. So. Bitte links halten. Hast du ja mehr PS. Mehr PS wie ich. Ich hab mir aber auch so. Du hast aber auch einen schönen Hänger. Naja, so ein hässliches Ding da. Komm, du musst mich ja wieder überholen. Oh, sollen wir noch Fuß vom Gas gehen? Ja, mach ich. Fahr mich jetzt ja nicht irgendwo rein, wenn du nicht. Kommst du schon? Ja, ich höre dich. Ich höre deinen Motor. Ja, nun komm. Ich glaube, fahr ich schon wie eine Schnecke. Ich hab gar kein Gas mehr drauf. Das fahr ich nicht mal. Boah. Jetzt hast du mich wieder überholt, schön. Scheiße, ich hab gleich gehört. Das irritiert mich, wenn du vor mir fährst, hier echt. Bleib doch hinter mir. Ja, genau so. Also ich weiß nicht, ob wir mit dem Tanker so weit hinkommen. Wir kommen ja nicht hin. Autobahn tanken ist immer so teuer. Ja. Aber ich könnte mir auch, was hat deine neue Zugmaschine gekostet? Oh, die ich mir jetzt gekauft habe. Und das wäre schön, wenn die auch kaufen würde. Dann könnten wir ganz andere Aufträge machen. Aber ich meine jetzt einen Blindkauf wie du. Ich muss mir vorher mal durchlesen, was ich mir da gekauft habe. Warum, der ist gut, den ich habe. Ja, kostet nur der Hänger nicht drauf. Hat der Hänger? Ja, und dann wird ein neuer Hänger dran gemacht. Dann mache ich mir nochmal einen neuen Hänger. Dann habe ich zwei, einen für den kleinen und einen für den großen. Eine andere Zugmaschine, die kannst du ja losschicken, die kann ja auftragen. Du stellst einen Fahrer ein. Und dann kann der mein neuen, den will ich ja selber mal fahren. Aber den anderen dann? Ja, das kann ich doch machen. Das kann hier ich ist, doch machen. Pass auf hier. Polizei. Aber du hast doch gesagt, man braucht da einfach nur so ein.
Da müssen wir mal gucken. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das müsste aber gehen. Kann doch nicht sein, dass der Hänger nicht an meinen neuen Dings passt. Das ist nicht so komisch. Was hast du denn überhaupt für eine Marke? Ich habe Scania. Ich bleib Mercedes treu. Sterne gehören an Himmel, nicht auf die Straße. Ich finde die aber cool. Hallo? Was habt ihr denn da vor? So, wir haben schon ganz schön vorgelegt. Jetzt haben wir noch 700. Ein Drittel. Oh, vegan. Aber, war gerade vegan, Auto. Irgendwann nimmst du aber ein Bild. Hamburg. Ja. Hamburg. Schön. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ist aber richtig schön groß hier, ne? Biege nach rechts ab. Das ist der Elbtunnel. Ja. Bitte links halten. Du hast ja die Ware jetzt in deinem eigenen Hänger, ne? Mhm. Was ist das, wenn du dann an deinem hinteren Hänger ein bisschen Schaden hast? Wird dir das abgezogen, aber es ist ja dein eigener Hänger. Oder ja, ich weiß schon nicht. Das musst du dann selber bezahlen. Das muss ich selber bezahlen, sicherlich. Also das wird dir ja nicht dann von dem abgezogen. Nee. Weil das ja deiner ist. In der Werkstatt dann bezahlen. Genau. Ich finde das so witzig, die Werbung da hinten drauf. Ragnarok, Minigolf. Dein Flugzeug und was ist das andere nochmal? Automobilista. So, so. Und natürlich Eurotrag, das darf ich nicht sagen. Hier, ich höre doch schon mal dahinter mir was brummen. Hier. Das sind doch schon wieder meine Freunde, ne? Bremse quietscht. Oh, was ist denn hier? Baustelle. Ja. Ganz viele Dixies groß. Braucht denn drei Stück, vier Stück? Naja, die müssen ja irgendwo hin. Für jeden Mitarbeiter eine Toilette, oder? Ist ja geil. Die können nicht in die Büsche gehen. Das ja, ist, ich hab auf der Autobahn gesagt, ist das lebensgefährlich. Keine vier Stück. Aber vielleicht ist ja für jeden Mitarbeiter eine Toilette da, keine Ahnung.
Tja, jetzt haben wir die Hälfte ungefähr geschafft, ne, oder? Ja, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Gar nicht genau. Ja, 1100, glaube ich. 1100, also fast 1200. Ich glaube, in Flensburg geht es auf die Fähre. Ne, Flensburg noch nicht. War doch kann man eigentlich dann noch mal, also einen eigenen Hänger, falls der jetzt bei den neuen nicht drauf passt, kann man sich dann noch mal dementsprechend denselben kaufen, der dann auf dem LKW dazu passt, oder falls der nicht passen soll. Ja, da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal durchlesen, ich weiß es jetzt auch nicht, aber jetzt steht mal, dass er ja für Schwertransport, der hat ja da hintere Lenkachse. Ja. Dass der für Schwertransporte hauptsächlich geeignet ist. Ach so, dass man da gar nicht seinen eigenen Hänger dran machen kann. Ja, du musst den eigenen Hänger kaufen, der dafür gemacht ist. Ach so. Hier ist eine, ich fahre mal hier raus zum Tanken. Ja, ich wollte auch dahin. Das dann will ich auch mal tanken. Denk dran, du musst hier rechts die Zapfsäule nehmen, sonst bleibst du noch am Dach hängen. Ja, ja. Immer geradeaus. Und den kann ich dann nehmen, neben dir, naja. Hallo, wir stehen ja mal nebeneinander. Oh, scheiße, ich muss noch ein bisschen vorfahren. So, Motor aus. Und einmal tanken. Das will ich jetzt mal gucken, dass ich jetzt mein Licht hier mal ankriege, weil ich nochmal... Ja, ich muss auch mal gucken. Es wundert mich nämlich, dass vorhin mein Motor ausgegangen ist. Ich weiß nicht mehr, welche Seite das jetzt war. Das war's nicht. Oh, jetzt habe ich ihn abgesattelt. Scheiße. Auf geht's. Habe ich den jetzt dran oder nicht? Na super. Jetzt hab ich ich habe mein Licht. Ich hab den abgekoppelt hier. Ja, dann machst du wieder dran. Zeit zu gehen. Ja, aber ich überlege, wo mein Licht jetzt war. Mein Licht. Nee, das ist das nicht. Oh, hier ist das? Bei mir stimmt das nicht. Jetzt habe ich auch wieder was gemacht. Meine Handbremse, also meine Feststellbremse und Licht ist ja gleich die Tastenbelegung. Oh, yeah. Aber das war doch hier irgendwo. Mit meinem Licht. Jetzt habe ich es an, oder? Ja, jetzt ist es an. Ah, das war rechts, genau. Hier der rechte Knopf. Habe ich jetzt meinen Hänger mitgenommen, weil ich ihn gerade abgekoppelt hatte einmal. Falschen Knopf gedrückt. Wow, geil. Immer geradeaus. Da war ich einmal im Menü drin. Route neu berechnen. Was denn? Route neu berechnen? Ja. Achso. Weil wir abgefahren sind wegen Tanken. Bundesgrenze. Und hier ist schon wieder voll Action auf der Autobahn. Warum ist denn der quer da? Warum steht da der quer? Was ist denn hier los? Ah ne, das sah so aus gerade. Ne, hier ist ein Unfall passiert. Ach so. Da liegt einer. Ja, nun fahr! Oh Mann, Schatz. Mal gucken, ob ich helfen kann. Ja, du musst aussteigen. Er klebt aber fest an seinem Motorrad. Ist gar nicht durch die Luft geflogen. Ja, ich habe den jedenfalls nicht platt gefahren. Hier, wenn der mich jetzt hier reinfährt, ne? Aber auch manchmal schon.
19.20 Uhr. Hm. Da kommt man nachts an, ne? Naja, wenn es wieder hell wird, zum Frühstück. Ja, wir haben jetzt früh. Hallo? Was machst du für eine Fahrerei? Hinter vor mir so rumschleichen. Bin ich hinter dir, oder? Oh, jetzt hat's beinahe geknallt. Ja. Also ich weiß jetzt hin und her fahren. Jetzt mach mal langsam. Jetzt bleib mal bitte auf einer Spur hier. Macht dich nervös? Ja. Her. Außerdem habe ich das gar nicht gesehen, dass du da reingekommen bist. Ey, die Straße sieht wie neu aus. Ne? Unfall, Unfall. Egal. Und der fährt vor mir raus, hat aber Glück gehabt. Immer geradeaus. Hier waren wir schon überall. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hallo Motor. Oh, ich habe Motorradfahrer gerade platt gefahren. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber hinter mir. Wenn du vorbeifährst, siehst du ein Licht auf der Straße. Ja, da liegt einer. Ja, den habe ich gerade mitgenommen. Der zappelt noch. Ja, habe ich gerade mitgenommen. Der arme Kerl. Ich hab's nicht mit dem, ich weiß auch nicht. Dann überhol mich mal, Wörterschutz. Was ist denn hier los? Warum steht denn hier der Hänger mit mir? So, jetzt geht's da, haben wir schon weniger. Kannst mich überholen. Ich trau mich nicht. Hallo, ich guck mal. Warum hast du Angst vor mir, oder was? Hm? Hast mich da schon überholt? Ja, ich will mal ein bisschen gemütlicher fahren. Jetzt hat's ja noch nicht geknallt. Oder? Nö, Motorradfahrer, du bist mir draufgefahren. Wie bitte? Erst bist du mir drauf. Ja, das war aber nicht meine Schuld. Ja, wenn du dein Motor ausstellst mitten auf der Autobahn. Wer auffährt, hat immer Schuld. Ja, deswegen braucht man sein Motor nicht mitten auf der Autobahn abstellen. Macht man nicht. Wir hätten nur ein paar Autos reinknallen können. Oder LKWs. Ich stelle mein Motor auch nicht mitten auf der Straße aus. Macht man Warnblinkanlage normalerweise. Die wollen alle auf die Fähre hier. Echt? Echt. Hoffentlich gibt es da nicht verschiedene, ne? Vorher auf der Karte gucken. Oh, jetzt sind aber viele LKWs hier. Aalborg. Ein komischer Name. Aalborg. Was hat der denn da? Ein Trecker drauf. Immer geradeaus.
Ja, müsste ja bald kommen. Ja, wird aber Zeit. Ja, was macht denn der Busfahrer da? Sitzt doch kein Mensch drinne. Doch, einer saß drinne. Nee, mehrere sitzen drinne. Hier, ich höre doch schon wieder hier irgendwas brummen. Ja, da sollte ich jetzt abmachen. Ja, hoffentlich stellt sich jetzt meine Regendinger da ein. Schreiben wir schon. Die sind immer noch nicht an. Ich denke, die gehen von alleine an hier bei mir. Oder hast du da irgendwas verstellt? Ich hab nichts verstellt. Geht nicht an. Was mach ich denn jetzt? Ich sehe nichts mehr. Dann machst du von Hand an. Scheiße. Ich hasse das, wenn es regnet. Dann wird es wieder glatt auf der Straße. Naja, eher rutschig. Und dunkel ist es auch. Also ich fahre jetzt nicht mehr wie eine bekloppte Junge. Dann habe ich gleich wieder einen Fall hier. Bei dem Wetter jetzt hier. Immer geradeaus. Ja, mal gucken, nach der Fähre, weil das ist ja dann jetzt auch klar zu rechnen. Hier ist ein Unfall, pass auf. Oh, Motorradfahrer vor dir. Ist das ja, ich sehe. Guck mal, willst du da hinten auf den Druck fahren? Geht bestimmt, mal ausprobieren. Was? Ja, den Autohänger hinten drauf fahren. Kann der dich ziehen? Ne. Ist doch nicht dein Ernst jetzt, genau. Glaub ich. Immer geradeaus. Kilometer, wir haben es bald geschafft, Schatz. Ja. Hier, der kommt mir hier schon wieder zu dicht, der Motorradfahrer hier. Mann, warum hab ich den ja eigentlich immer bei mir hier? Warum können sie nicht mal vor dir fahren? Machen sie auch. Ja, klar, aber das geht jetzt hier die ganze Zeit schon. Jetzt komme ich gar nicht hier voran. Da will mich doch hier wieder ärgern. Jetzt geht er rüber, danke schön. Lass ich dich auch liegen. Immer geradeaus. Lass ich dich auch liegen. Das war jetzt nicht gemeint. Mann, das hört ja hier nicht auf zum Pissen. Doch, gleich, wenn du durch den Tunnel fährst. Ja, ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du? Im Tunnel. Oh, das ist ja schön, der Tunnel. Oh, der ist ja echt lang, ne? Oh, jetzt wird es wieder heller, ne? Oder? Nein, das geht doch gar nicht. Immer geradeaus. Hallo? Jetzt ist er ja gar nicht. Ich hab gedacht, wie wär's das hier? Ich wollte mal runter. Was ist denn da hier?
ja gar nicht frei hier. Sehe ich aber nicht. Die PS hast du wieder da, um Gottes Willen. Ich habe auch schon über 100, aber du bist ja so gefahren. KMH, ich war 87. Das kann nicht sein, ich hab hier über 100 drauf. Ach, jetzt sehe ich dich wieder. Bist du wieder mal da. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jetzt haben wir Scheiße gemacht. Ich muss aber jetzt passen. Biege nach rechts ab. Jetzt bin ich hinter dir. Das Fernlicht an. Was? Das Fernlicht an. Ich hab das gar nicht angemacht. Das ist aber Fernlicht an. Jetzt ist es aus. Ja, super. Ich hab ein Fernlicht getan. Polarlines, da fahren wir auf die Fähre. Ja. Hier ist so eine Werkstatt. Ja, da kann ich einfach mal meine Räder noch mal reparieren lassen. Wo haben wir die Zeit? Wo ist ja, die denn? Ja, da geht's jetzt hier links ab. Oh, ich muss auf dem Navi drauf sehen. Nee, Gott. Ich sehe nur die Fähre bei mir. Gott vor der Fähre ist Werkstatt. Ja, dann gehe ich da noch mal vorher hin. Warte, hier? Hier noch nicht. Nein, hier ist mal. Da geht's rein. Ich warte hier. Ich fahre hier rechts ran. Da hinten ist er hier. Demnächst links abbiegen. Hallo? Ja, ich mach das mal wieder. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. So. Also, Werkstatt. Wie sind es denn? Ach, das war nicht so viel. 11. 11.000. Ja, das ist nicht so viel. Ja, das liegt da. Das war ja nicht meine Schuld, ne? Weil du da gut abgestellt hast. Jetzt komme ich hinter dir her. Können wir auf die Fähre fahren. Biege nach links ab. So, die nächste Linie. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo müssen wir lang? Da lang. Cargo hier. Cargo. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir müssen. Haha. Guck mir deine Werbung mal an. Ja, ich muss hier also nochmal im Hauptmenü gucken, weil ich jetzt gar nicht weiß, wo. Weltkarte. Achso, da sind wir schon was da. Christian Sand mussten wir. Müssen wir. Christina Sand. Ja, ist ja nicht mehr weit jetzt. Da haben wir nur noch 100 und. Immer nur noch 100 und. Eingabe. Christian Sand müssen wir. Also die Nummer 2. Verbindung 2. Also sind zwei Stück, zwei Fähre. Dreie. Die zweite muss ich nehmen, ne? Also. Zweite Fähre, okay. So, die zweite, Christian Sand, hast du gesagt. So, auf. Auf 5 Kilometer bis zum Ziel. Na, das ist ja kurz. Echt jetzt? Naja. Wir hatten doch 100 unten noch gehabt. Naja, wir sind noch mit der Fähre gefahren. Immer geradeaus. Jetzt ist er wieder hell, oder? Nein, das hier oben wird es nicht richtig dunkel in Nordeuropa. Ach so. So, wartest du bitte mal. Ich bin hinter dir her. Ja, stimmt. 5 Minuten. Immer geradeaus. Wo ist er? Nein! Ich komme jetzt noch nicht.
Hi. Du hast da oben los, ist auf der Autobahn. Ja. Guck mal, hier sind auch Hänger. Kann man einen Hänger kaufen. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Waren wir hier eigentlich schon mal, oder? Hier waren wir, glaube ich, schon. Also hier waren wir schon mal in dieser Stadt, aber diese Straße, doch, das sind wir auch schon gefahren. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Regnet doch bei dir jetzt noch. Mhm. Demnächst links abbiegen. Aber bei meinem anderen. Bei meinem neuen, ne? Biege nach links LKW. Ab. Oh, jetzt habe ich dich abgelenkt. Jetzt beinahe geknallt schon. Da habe ich auch im Bett drin, oder? Ja, ist er, ist aber auch blöde. Ist er jetzt irgendwo hingeblieben? Hm? Oh, ich kriege Lebe. Nee, geht steil hoch. Ja, das merke ich. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Entgegen, oder? Oh, was ist denn das? Das ist bestimmt Demnächst Platz hier. Rechts abbiegen. Toll abgerutscht hier. Ja. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Vom Ziel her rumfallen. Hier endet es. Biege nach rechts ab. Oh, deiner ist weg. Was hast du bekommen? 52. Endlich, wir sind da. Und ein Level up. Ein Level up? Eine Fähigkeit, aber ich kann eh keine Fähigkeiten mehr machen. Ich habe doch schon alle Fähigkeiten. Ja, ich auch. Na gut, hier oben bei diesem Gefahrgut habe ich noch nichts. Ich habe alles. Gute Arbeit. Ich habe auch kein. Ich habe. Hä? Abzug für Schäden. Na toll. Was habe ich denn? Aber nicht viel. Aber ich habe da hinten gar nichts beschädigt. Ich bin jetzt bei 738. So, dann gehe ich erstmal raus, ne? Gehe erstmal raus. Ich fahre ja mal rum, weil ich bin so blöd geparkt hier sonst. Ach so, wir haben jetzt so. Aber wir wollten mir noch ein Bild machen. Im Regenwetter. Nee. Das ist nicht so schön. Ich weiß auch gar nicht, wo du stehst. Ach, du stehst da hinten um die Ecke. Du, ja. Du kannst einmal rumfahren. Okay, dann fahre ich mal einmal rum. Ich stelle mich jetzt einfach. Wo bist du denn? Ich bin einmal rumgefahren. Im Haupteingang. Also hier rum. Wie komme ich da einmal rum? Doch, da kommst du rum. Ich stelle mich jetzt einfach hier an die Mauer. Aber das regnet doch. Ja, wenn wir mal wieder reingehen, ist schönes Wetter. Ich stehe total also gleich. Ich bin jetzt einmal hier rumgefahren. Du bist ja draußen auf der Straße. Ja, ich kann mit meinem Teil hier nirgendwo parken. Ja, soll ich mich jetzt daneben stellen? Oder wie? Keine Ahnung. Weil hier kann man auch wieder Aufträge annehmen, ne? Ja, ja. Da können wir ja mal gucken. Fahren wir hier rechts um die Ecke. Gucken, was da ist. Nee, warte doch mal. Och, Mann. Ja, ich kann mich doch nur nicht da hinstellen. Ja, aber dann könnten wir nachher nochmal probieren, nochmal zusammenzufahren. Können wir ja machen. Aber das bringt ja jetzt nichts, wenn du da raufdrehen wird. Weil die sind dann nachher weg. Ja. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Ich stell mich hier hin. Du stellst dich mitten auf der Straße. Nein, die Wiese. Ach, Mäusebäckchen. Bin ich komplett drauf? Ja, ich. Ich sehe das nicht. Ja, ich sehe das auch nicht. Ich weiß hoffentlich nur nicht, dass mir hier einfach einmal ein Rand knallt. Ja, ich bin komplett drauf.
Du hast ja deinen Hänger auch noch. Was? Oder war das ein anderer? Hier, sag bloß, ich hab den abgeliefert. Ich hab noch keinen. Nein, das ist mein anderer. Also hier kannst du gar nicht. Oh, oh. Das soll ich jetzt mal wieder nicht machen wollen. Warum? Ja, weil ich jetzt. Bummst mich ja nicht an, ich seh dich. Weil ich hier schief hänge drin. Macht doch nichts. Will ich dann heben. Geht nicht, weil die Wiese schief hängt. Das macht doch nichts. Nee, ich kann nicht dran. Dann bleibst du stehen. Ich muss mir was anderes überlegen. Bleib doch so stehen. Die Autos kommen alle vorbei. Hinter dir fahren welche. Ich werde jetzt nicht rückwärts fahren. Ja, warum stehe ich denn so scheppig hier? Ich kann hier nicht runterfahren, weil... Nein, du sollst doch stehen bleiben. Stehe ich mitten auf der Straße? Nein. Dann gehe ich jetzt raus. Drück mal die zwei und mach mal ein schönes... Drück das geht doch gar nicht, das ist viel zu dunkel. Naja. Also siehst du, wie du stehst. Hinter dir die LKWs, die kommen alle vorbei. Gott, guck mal, das geht bergab, deswegen stehe ich auch so scheiße. Natürlich geht's bergab. Deswegen kann ich doch gar nicht richtig einparken, guck mal. Scheiße, stehen wir aber auch richtig schäppig hier. Macht nichts.